Hallo und herzlich willkommen zurück zu Jurassic World Evolution. Immer noch auf der Isla Nublar, bei der wir noch so ein bisschen am Umstellen waren. Ich überlege gerade, wie das bei euch aussieht, bestandstechnisch. Ich glaube ganz gut, ne? Also die haben kein Problem im Bestand, die auch nicht. Gut. Aus der Kleinsaurierstation. Ah ja, gut. Und zwar wollten wir hier noch vielleicht so ein bisschen was verteilen. Was haben wir denn hier noch an Dinosauriern? Zentaurus und Olorotitane. Ach, ein Mutterbobasaurus haben wir hier doch noch. Ach ja, und ein paar Dracorex haben wir. Stimmt. Gut, dann werde ich erstmal den hier noch rausholen. Hier haben wir noch einen Diplodocus, richtig. Ist hier was? Ne, beim Fleischfressen ist noch nichts. Ausbildungstempo, Erfolgsrate mache ich trotzdem mal rein. Kapazität. Gut, dann würde ich die Schunkinosaurus mal freilassen wollen. Werden wir dann natürlich auch irgendwo noch unterbringen müssen. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob ich eine Idee hatte, wo ich die unterbringe. Aber das wird sich gleich rausstellen. Wie ist das bei euch? Braucht ihr 4? Nö, 2 bis 12 soziale Gruppe. Okay. Aber tatsächlich brauchen wir da wieder ein Alpha. Würde ich natürlich erstmal noch einen nehmen, das ist dann der vierte und du kriegst eine Farbe. Nehmen wir mal das. Habe ich hier keinen Dings eingesetzt? Nee. Hätte ich aber gerne. Genau deswegen. Dann nehme ich das Savannenmuster erstmal wieder raus. Zack. So, du bist der fünfte, du kriegst dann die Farbe, das Savannenmuster. Da. Kein Problem. Einverstanden. So. Und der Diplodocus noch? Ja, komm, weg mit dir. So. Ach verdammt. Klingt echt gut. So, den nimmst du dann auch gleich noch. Überlege ich gerade, wo will ich den Schunkinosaurus mit dazu packen? Vielleicht hier. Wollte ich den hier mit dazu packen? Es kann sein. Zu den Troodons. Halt, ich wollte den hier. Okay, hier sind nur große. Das ist noch ganz leer. Hier sind die Styggis und die Mutterbarbasaurus. Okay.
Weiß gar nicht, hier waren glaube ich die Dings voll, ne? Ja, Velociraptoren sind voll. Hier beide auch. Was haben wir hier? Deinonychus sind voll. Ihr seid nur zu zweit. Hier wäre halt noch was frei. Okay, was schnappen wir uns als Fleischfresser? Okay, den Allosaurus hatten wir noch nicht. Das heißt, wir gucken mal. Hier. Einer bis einer. Okay, das passt mir so nicht. 2 bis 2 klingt schon besser. Okay, 0 bis 16. Das heißt, maximal 14 andere Dinosaurier noch. So, du brauchst noch natürlich was, was dich als Alpha auszeichnet. Das heißt, du kriegst noch ein bisschen diesen. Okay, maximal 14 andere Fleischfresser. Also irgendwas Kleines. Wie sieht's bei euch aus? Bis 12. Bei euch kann man doch eigentlich dann auch mal... Ja, 2 bis 13, großartig. Nee, dann kann man es bei 12 lassen, denke ich. Das passt dann schon. Ah, lebhaftes Muster gibt's. Sehr schön. Dann kriegt das natürlich der Dilophosaurus Alpha, ist ganz klar. Was habt ihr für eine Lebenserwartung? 74, das ist vollkommen in Ordnung. Gut, warten wir erstmal auf die 2 Allosaurus. Der Diplodocus kommt hier mit rein. Produkt muss eingesammelt werden. Die Shunkingosaurus kommen dann hier hin. Produkt wird eingesammelt. Wo ist denn der dritte? Da. Zack. Einmal so. Und einmal so. Jetzt ist die Frage, was könnte man denn noch an großen Dinosauriern mitbringen? Bestandstechnisch sieht das alles noch ganz super aus. Ja. Also bestandstechnisch müssen wir da uns noch keine Sorgen machen. Ein Apatosaurus. Apatosaurus haben wir, Brachiosaurus haben wir, Camarasaurus haben wir, Diplodocus haben wir, Dreadnoughtus. Gibt's denn noch irgendwas Großes? Ja, es gibt noch den Mamenchisaurus. Okay, na, dann haben wir doch noch ein bisschen was. Dreadnoughtus, gucken wir mal, wie es aussieht. Mit Idealbestand und so weiter. 0 bis 15. Ja, müssen wir schon 5 bis 20 gehen, ne? Sozial 1 bis 3. Alles klar. Dann hätte ich hier gerne nochmal diesen. Also 3 brauchen wir. Das sieht gut aus. Das sieht auch noch ganz gut aus. So, sehr schön. Den gefällt es hier soweit. So, da hinten kann man noch eine Futterstation bauen, denke ich. Das ist in Ordnung. Man könnte ja natürlich die Futterstation hier auch noch so ein bisschen... So, damit das nicht ganz so nackt aussieht hier. Ah, sehr schön. Beide schaffen es. Perfekto. Dann lasse ich zuerst dich frei, weil du bist die Nummer 4. Dann gleich noch dich als Alpha-Tier. Zack.
Schick, schick. Kann man machen. Sehr schön. Anfrage bestätigt. Wobei, warte mal, nein. Wir holen noch einen sechsten Chunkingosaurus, oder? Ganz ehrlich. Ja, wobei, ich setze die beiden erstmal rüber und dann schauen wir mal, ob da vielleicht noch was hin kann. Also betäubt die mal doch bitte. Okay, die brauchen noch. Die kommen durch, das ist sehr schön. Ja doch, ich glaube, das ist besser, wenn man da noch so ein bisschen die Büsche macht. Ja? Dieses nackte Gras sieht dann doch etwas blöd aus. Ich meine, klar, das gibt es natürlich auch, aber wenn man das so macht, gerade so im Wasser vielleicht noch so ein bisschen, dass das eher so ein bisschen wie ein Sumpf aussieht. Ja, ich denke, das passt schon. Die hier stopfen ja irgendwie nur durchs Wasser, wenn sie zu irgendwas wollen. So. Ich denke, das sieht passender, etwas passender aus. Ah, sehr schön. Welcher ist denn hier der Alpha? Der erste, okay. Und hier? Auch der erste. Gut, also immer der erste. Zack. Also du. Okay, zeig dich. Allosaurus kennen wir auch noch nicht. Wow. Geil. Also ganz ehrlich, die Animationen von gerade von den Fleischfressern, wie die da rausgestürmt kommen, sind echt krass. Wo sind denn die? Da hinten. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ich würde gerne mal gucken, was sagt denn die Dinosaurier-Sichtbarkeit zum Allgemeinen? 61%? Echt? So wenig nur? Produkt unterwegs. Ja, also hier, die sind eigentlich ganz gut sichtbar. Produkt in der die auch, es sei denn, sie sind hier hinten im Wasser. Hier natürlich nichts, ist klar. Hier, die sind auch eigentlich... Na gut, da könnte man hier vielleicht noch was hinstellen, so. Das stimmt. Mal gucken, wie es am ehesten ist. So, zack. So. Na gut, hier kann man jetzt nicht so viel machen tatsächlich, ne? Könnte vielleicht... Na gut, in die Richtung sind die eh sichtbar. Man bräuchte es ja eher so. Was sogar geht. Also zack. Man könnte natürlich auch, wenn nicht gerade die Troodon da im Gehege sind, also bei den Stegoceratops und bei den Chunkingosaurus, doch wieder diese Bahnen durchziehen. Andererseits finde ich das so eigentlich ganz okay. Weil, naja, man müsste dann ja irgendwie den Wald durchtrennen und gerade hier dieses schmale Stück, das wäre dann vielleicht etwas hinderlich. Huch, nein, das wollte ich gar nicht. Dasselbe halt hier. Hier ist nicht wirklich, hier ist halt nicht wirklich Platz, ne? So, um hier was lang zu führen. Und hier halt gleich gar nicht. Hier auch nicht, ist viel zu schmal dafür.
Hier hinten könnte man vielleicht wieder eine hinführen. Das ginge. Hier und hier wäre es mir vielleicht auch, weiß ich nicht. Es ist auch nicht so wahnsinnig sinnvoll, sag ich mal. Oder passend halt einfach, weil nicht genug Platz ist. Ist halt ein bisschen schwierig. Ach ja, der Allosaurus liegt ja hier. Zur Abholung des Produkts unterwegs. So, kommt hier hinten vielleicht noch so ein kleiner Tümpel hin. Man kann natürlich hier hinten vielleicht auch. Oh, Krankheit ausgebrochen, das ist natürlich nicht so schön. Wer ist denn krank? Ein Dracorex. Kein Problem. Ein Dracorex hat Campylobacter. Okay. Halt, hier. Sollte mal gucken. Unterwegs zur Futterstation. Einverstanden. Aufgabe erhalten. So. Dass wir hier mal so ein bisschen schauen, dass alles aufgefüllt bleibt. Bin zur Futterstation unterwegs. Anfrage bestätigt. Okay, wie sieht's denn hier so aus? Nahrungsbewertung, Einkaufsbewertung sind nicht so toll. Okay. Infizierten Dinosaurier entdeckt. Sehr schön. Funktionierst du? Aber wie? Du bist nicht im Bereich von einem. Vielleicht weil du gleich neben dem Ding stehst? Ich habe keine Ahnung. Sehr merkwürdig. So, haben wir hier unten noch irgendwas, was leer ist? Dich zum Beispiel. Dich. Also dem Allosaurus gefällt es ja nicht so, ne? Da muss er ja zu zweit sein. Richtig. Dann lassen wir mal seinen Freund noch raus. Schon krass. Einverstanden. Ja, es ist schon krass. Das Tier ist schon heftig. Oh ja, da greift ein Zaun an. Okay, naja gut, ich glaube, der kriegt ja eh wieder regelmäßig dann Schläge ab. Von daher wird das, denke ich, dann auch sein lassen. Boah, das knallt ganz schön. Weil er die Waldfee.
Boah. Ja, es rumpelt schon ordentlich. Aber der müsste doch jedes Mal eine gewischt kriegen. Ja, das dachte ich mir. Haha, natürlich voll durchgerutscht, scheiße. Der Jeep sieht so geil aus einfach, ich feiere das so extrem. Hi. Und okay, das sah schon ein bisschen gemein aus. So, guck mal. Jetzt würde ich gerne mal was gucken. Damit meine ich nicht unbedingt, dass ich die Karre schrubben will. Ich wollte eher gucken, ob man das hinkriegt. Ah, schade. Ich wollte genau das. So etwas wie ein biologisches Reservat, Errungenschaft freigeschaltet. Wurde das $100.000 wert ist. Nice. So, die Schutzräume können damit wieder geöffnet bzw. geschlossen werden, je nachdem wie man es halt sieht. Was sagt denn die Dinosaurier-Sichtbarkeit? 78%, alles klar. Ich denke, das ist in Ordnung. So. Die fahren auch wie die Bekloppten, ne? Guck dir das an. Die fahren wie die Bekloppten, das gibt's gar nicht, ey. Meine Herren. So, sind jetzt beide hier und zufrieden? Ja, sieht gut aus. Perfekt. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Dilophosaurus. Wo sind sie? Hier. Was hattet ihr? 0 bis 12, 1 bis 12. Ja, das ist vollkommen in Ordnung. Gut, dann erstmal 1, 2, die sollten ja ohne Probleme gehen. Ach ja, wir haben ja hier noch einen Dreadnoughtus.
Wow. Sieht das gerade gut aus mit der Sonne. Okay. Das klingt wie aus einem Horrorfilm entsprungen. So ein bisschen. Der Kopf sieht ja schnell etwas lustig aus. Heilige Scheiße, sind das Tiere. Junge, Junge. Kann man den Kopf mal ein bisschen genauer sehen? Der sieht so ein bisschen gelangweilt aus. Nö. Hm, okay. Oh ja, cool. Ja, schon süß. So, und da ist der dritte. Und dann werden wir die natürlich umsiedeln. Und die kommen dann zu ihresgleichen. Sehr schön. Die klingen echt merkwürdig. Bestätigt. So, alle drei bitte einmal betäuben. Der pennt gerade. Jo, alles klar. Ein Dilophosaurus. Den fehlt nur Wald, dann würden die hier leben. Alles, alles klar. Alles klärchen. Okay. Seems legit. Ich wollte hier übrigens auch mal so ein bisschen noch den hier machen. Alles klar. Der wird hier also leben, wenn hier noch ein paar mehr Bäume stehen. Okay. Das ist äußerst interessant. Und der dritte Bombe. Dann hätten wir eigentlich schon mal die ersten drei, die wir rübersiedeln können. Ah, das ist gemein. Er ist voll mit dem Kopf da eingespickt. Bestätige Anfrage zur Produktabnahme. So, Nummer 1. Nummer 2. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Und der dritte im Bunde. Sammle Produkt ein. Okay, also denen gefällt das hier scheinbar ganz gut. Das ist vollkommen in Ordnung. Warum bist du in Panik? Produkttransport wird durchgeführt. Hast du Probleme mit dem Troodon oder was? Wie ist das? Ich
Hä, was ist mit dir falsch? Willst du dich mit dem Stegoceratops anlegen, Alter? Ich glaub nicht, oder? Wer von dem Stegoceratops ist eigentlich der Alpha? Ja, wieder der fünfte. Ah ja, richtig, der hat ja auch ein anderes Muster. Man sieht es hier ganz gut. Okay. Gibt's hier irgendeinen Alpha? Ne, eigentlich nicht, ne? Nö. Okay. Euch? Na gut, beim Studio Molochs ja, bei der Mutter Borosaurus auch nicht. Okay. Ich überlege gerade, ob man vielleicht irgendwo. Warte mal, erstmal hier, ne? Du bist der vierte. Das heißt, du kriegst das lebhafte Muster. Das sieht aber wirklich geil aus, dieses lebhafte Muster, ne? Ohne Witz. Ich finde das so gut. So, bei dir kommt es wieder raus. Einer. Der zweite. Und der dritte. 247 Bewertung. Kann man machen. Wie ist es bei euch? Naja, 64. Naja, eigentlich 74. Ist auch vollkommen in Ordnung. Damit kann man auch definitiv leben. Produkt wird transportiert. Transport im Gange. So, soll wenigstens so ein bisschen noch Grasland geben. So. Okay. Gut, bei den großen Dinosauriern hatten wir, glaube ich, noch den Mamenchisaurus, wenn mich nicht alles täuscht. Ayo. 162 Bewertungen. Ist auch ordentlich. Okay, mal schauen. Sozial. 0 bis 25 und 2 bis 4. Ja, dann würde ich sagen, wir holen uns 4 Stück, ne? Ich würde sagen, das klingt ganz gut. Achso, ich wollte nochmal gucken, wie es hier aussieht. Bestand, alles super. Bestand, alles super. Haben wir gerade einen Trodon irgendwo? Da, Bestand, alles super. Okay. Was sagt denn welches Soziale? 3 bis 8. 7 müsstet ihr hier sein. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7. Ja, also einen Stegoceratops können wir uns noch holen. Dann holen wir uns den natürlich. Pah, 7%. Ach du Scheiße. Okay, beim Rest würde ich die Modifikation erstmal rausnehmen wollen, glaube ich. Allosaurus haben wir ja. Ja, mache ich gleich. Carcharodontosaurus haben wir. Ja, doch. Meine Güte. Gib mir doch nicht für jeden einzelne Meldung. Ich hab's verstanden. Ich weiß ja, dass ich da 3 ausbrüten lasse. Ich bin ja nicht bescheuert. Also schon, aber nicht so bescheuert. Gut, Dreadnoughtus hat das auch noch hier, das Soziale. Du bist auch modifiziert, ne? Du hast aber die Tarnung drin, ne? Ah ne, guck mal, du hast hier noch. So. Okay. Alles unmodifiziert soweit. Der Spinoraptor hat wieder eine Modifikation drin, ne? Stegoceratops. Du hast 3-mal die Lebenserwartung drin. Scheiße. Na gut, ich meine, der lebt sonst nicht lange, ne? Lebenserwartung 30 ist scheiße. Der Stego hat, glaube ich, nur das Soziale drin. Ja. Du hast nur das Soziale drin. Du hast. Was hast denn du drin? Eine Farbe. Und Lebenserwartung. Gut. Ach, verdammt. Okay, Lebenserwartung.
Lebenserwartung. Lebenserwartung. Und das. Und nochmal. Gut, was könnten wir dinosaurier-technisch noch machen? Natürlich noch ein paar Arten, die wir halt eben nicht haben. Was hatten wir denn beispielsweise noch nicht? Also Allosaurus hatten wir, Ankylodocus hatten wir, Ankylosaurus hatten wir, Apatosaurus haben wir, Archaeonitomimus hatten wir, so viele. Baryonyx hatten wir, Brachiosaurus haben wir, Camarasaurus haben wir, Crachatodontosaurus haben wir, Carnotaurus haben wir, Ceratosaurus hatten wir, Chasmosaurus hatten wir, Shunkingosaurus hatten wir, Corythosaurus hatten wir, Krystonsaurus hatten wir nicht. Habe ich gerade einen Stift hier und einen Zettel? Ich will mir das eigentlich mal aufschreiben. Ich habe keinen Stift da. Doch, habe ich. Ich habe hier einen Stift. Ich habe hier auch irgendwo einen Zettel, glaube ich. Moment, Moment, Moment. Was ist das? Ach, ist auch ein Brief, der mich nicht interessiert. Also, schreibe ich das hier hin. So, hier, Krystonsaurus. Krystonsaurus. Ich notiere mir das ja gerade mal nebenbei so ein bisschen. Deinonychus hatten wir, Dilophosaurus hatten wir, Diplodocus haben wir, Dracorex haben wir, Dreadnoughtus haben wir, Edmodosaurus haben wir, Gallimimus haben wir, Giganotosaurus haben wir, Ganspinosaurus haben wir, Huayangosaurus. Huayangosaurus. Okay, Iguanodon hatten wir, Indominus Rex haben wir, Indoraptor hatten wir, Kentrosaurus hatten wir, Mayasaura hatten wir, Mayungasaurus. Mayungasaurus. Metallicanthosaurus hatten wir, Mutaborosaurus haben wir, Nodosaurus hatten wir noch nicht. Nodosaurus. Olorotitan haben wir, Parizephalosaurus hatten wir, Parasaurolophus hatten wir, Pentaceratops hatten wir, Polacanthus haben wir, Sauropelta. Sauropelta. Sinoceratops haben wir, Spinoraptor hatten wir, Spinosaurus hatten wir, Stegoceratops haben wir, Stegosaurus haben wir, Struthiomimus hatten wir auch gefühlte 3000, Stegimoloch haben wir, Styracosaurus haben wir, Suchomimus. Suchomimus hatten wir noch nicht, Torosaurus haben wir, Triceratops haben wir, Troodon haben wir, Centaurosaurus haben wir, Tyrannosaurus Rex haben wir, Velociraptor sowieso. Das heißt, uns fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5, es fehlen insgesamt noch 6 Dinosaurier. Krass eigentlich. Ach komm schon. So, jedenfalls, warte mal, ich wollte hier mal gucken. Shunkingosaurus, was sagt denn bei euch das Soziale? 2 bis 12, wir haben 5. Richtig? 1, 2, 3, 4, 5, jo. 5 Krystonsaurus, das heißt auch da können wir noch ein bisschen was machen. Ich hätte die Modifikation nicht rausmachen sollen, ich bin bescheuert. Krystonsaurus. Ist hier oben. Da ist er. Hä? Ach, Krystonsaurus. Scheiße, Shunkingosaurus. Warte, Shunkingosaurus? Ich bin verwirrt. Shunkingosaurus, genau. Genau. Ja. Idealer Bestand 7 bis 23, das war also aufgewertet. Idealer Bestand 7 bis 23. 7. Ach, nein, ja. Ja, Mann. 7 bis 23. Sozial 7 bis 23. So. Gut, ansonsten würde ich erst dann gerne erstmal gucken, was dann die Troodons angeht, ist dann erstmal was anderes. Mutaborosaurus. 6 bis 12. Wie viele haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 müssten es sein. Jo, 8. Das heißt, auch da können noch 4 dazukommen. Na gut, na gut, na gut. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Okay. Die Sonne scheint gerade so schön durch mein Rollo hier, dass es genau auf der Zeit ist, wie lange ich schon aufnehme. Das ist traumhaft. Ich hasse das, wenn man so Rollläden hat und die Fenster nicht komplett abgedichtet sind. Furchtbar. Der Albtraum eines jeden Gamers. Könnte ich wahnsinnig werden, jeden Morgen aufs Neue. Oh.
Das sieht so geil aus. Ach ja. Ich liebe dieses Spiel. Muss ich wirklich mal sagen. Also, das geht jetzt schon so lange. Ich habe, glaube ich, die 50 Spielstunden mittlerweile schon lange geknackt. Aber ich finde einfach, es wird nicht langweilig. Und ich freue mich wirklich, wirklich auf das DLC, was angekündigt wurde. Mit den Wasserdinosauriern. Das muss so, das wird so geil. Hoffe ich. Eigentlich mag ich sowas ja nicht, aber ich bin schon etwas hyped darauf. Muss ich mal so sagen. So, Kleinsäurestation. Sehr schön, die Schunkingosaurus haben es geschafft. Die sehen eigentlich auch so ein bisschen dick und gemütlich aus, ne? Aber ich glaube, die können ja auch richtig aufs Maul hauen. Wenn ich mir so den Schwanz angucke. Oder die Schulterstacheln. Weiß nicht. Möchte mich mit dem vielleicht doch nicht anlegen. Es wäre halt schon so an sich echt interessant, wenn es so einen Park wirklich geben würde. Aber das Problem ist, und das haben alle Jurassic Park und Jurassic World Teile gezeigt, wenn da irgendwo ein Vollidiot sitzt, der größenwahnsinnig wird, geht die ganze Sache ganz schnell den Bach runter. Und die Sache geht nicht nur schnell den Bach runter, da sterben auch noch jede Menge Leute dabei. Zum Beispiel ist halt mit dem Größenwahnsinn halt leider auch der Stegoceratops, auch wenn er wirklich geil aussieht. Aber eigentlich ist es größenwahnsinnig, irgendwelche Dinosaurier-Spezies zu kreuzen. Also halt wirklich aktiv in die DNA einzugreifen, das ist eigentlich schon krank irgendwo. Sehr schön. So, die drei nehme ich mir. Bestätige Aufgabe. Und hier haben wir jetzt noch den Mamenchisaurus. Okay, auf den bin ich auch mal gespannt. Zeig dich. Ja, wow. Okay, der ist groß. Ui. Nice. Gefällt mir. Oh, du brauchst viel Wald. Krass. Eieiei. Da braucht jemand wirklich viel Wald. Große Waldgebiete und kleinere, aber dennoch weitläufige Graslandschaften. Was erlebt in den kleinsten sozialen Gruppen? Wie auch andere Sauropoden frisst der Mamenchisaurus riesige Mengen Futter aus großen Futterstätten für Pflanzenfresser. Ja, das ist klar. Er lebt in den kleinsten sozialen Gruppen, toleriert aber viele Vertreter anderer Spezies in der Nähe. Sehr schön. Das wollte ich hören. So, kannst du mal hier so ein bisschen machen. Du kommst... Hä? 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 Wo sind die hin? Was ist hier los? Alles leer, hä? Hab ich das verpasst? Sind die alle gestorben? Oder auf mystische Weise verschwunden, von den Trodons gefressen und die sind dann abgehauen, weggeflogen oder so? War jetzt gerade irgendwie merkwürdig. Gut. Sieht sehr episch aus im Hintergrund mit den Helikoptern. Das ist eine sehr geile Kameraansicht gerade. Alter, ist das geil. Alter. Nice. Okay. Das war jetzt ganz kurz die Vietnam-Sicht. Direkt aus dem Busch quasi.
Einer. Noch einer. Du kommst hier mit rüber. Du kommst damit hin. Eieieiei. Aber ich denke, das war eine ganz gute Idee, das so zu regeln. Wobei man natürlich die kleinen und großen Pflanzenfresser an sich auch zusammenpacken könnte, so vom Platz her und so, ne? Aber das ist was anderes. So, du kommst noch mit darüber. Die Mamenchisaurus waren ja nur 2 bis 4, ne? Ja. Also ist das der letzte von denen. Wie viele Dilophosaurus haben wir jetzt eigentlich schon? Ich hab vergessen mitzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, da ist der fünfte, also haben wir 6. Ach Quatsch, die sind hier oben. Ich schaffe. So. Zack. 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 So. Also 56 Dinosaurier ist halt schon. Ja, ist schon eine Ansage trotzdem, muss man sagen. Gut, ich hoffe, dass der Park soweit gefällt. Also mir ja, den Besuchern scheinbar auch. Bis auf die Tatsache, dass es mit der Nahrung und dem Einkaufen noch nicht so klappt. Aber ich hoffe natürlich auch euch als Zuschauer, ist ja klar. So, was sagt's denn an Essen? Da. Essen da. Okay. Also hier brauchen wir was zu futtern. Zack. Kein Strom. Haben wir wieder nicht genug Strom auf der Leitung oder was? Ist es schon wieder soweit? Halt. Nein, geh weg. Mann. Hier. Ja. Ja, es ist schon wieder soweit. Ach du Kacke, ey. Was wir an Strom verbrauchen, ist unfassbar. Hast du hier ein kleines hin? Na, ganz knapp nicht. Scheiße. Okay. La 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 la. So, wenn hier noch ein großes hinpasst, bin ich zufrieden. Sehr schön. Yeah.
Zeigen Sie sich! Da ist er. Zack. Gut, gut, gut. Das wird noch gebaut. Einverstanden. Anfrage bestätigt. Dann lassen wir schon mal dich frei. Sieht das schön aus. Gut. Was sagst du denn? Grasland würde sogar fast passen. Krass. Einverstanden. Hole Produkt ab. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Okay, drei kriegen wir noch. Standstechnisch sieht hier alles noch vollkommen okay aus. Ja, absolut. Perfekt. Ihr müsstet ja sozial eigentlich voll sein. Wenn ich es richtig im Kopf habe. 4, 5, 6, 7. 7? Warum 7? Habe ich einen übersehen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hä? Zu verarschen? 8, 7, 3, 1, 5, 2. Also warte. 1, 2, 3. 4 fehlt irgendwie. Nummer 4 fehlt. Hä? Warum? Es sind tatsächlich nur 7. Hä? Warum? Das traf ich nicht ganz. Wie viel sind wir? 20. Du machst 45. Das heißt, wir brauchen noch einen für 15, ne? Also hier so einen. Das verstehe ich nicht. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Produkt muss eingesammelt werden. Da fehlt tatsächlich noch einer aus irgendeinem Grund. Ich hole einfach mal noch einen dazu. Das wundert mich zwar, aber... Naja, gut. Das lässt sich ja nicht ändern. So, jetzt würde ich das gerne mal anschließen hier. Produkttransport im Gange. Wo haben wir denn das Kabel? Da. Passt hier vielleicht noch... Ne? Schade.
wurde transportiert. Ah, doch, passt einer. Perfekto. Wenigstens eine Ranger-Station ist hier unten vielleicht gar nicht noch so verkehrt, weil wenn die von da unten erst so... Der Helikopter passt eigentlich so, der eine. Denke ich jedenfalls. Ja gut, bei 47%, meine Güte. So, der letzte war Menschisaurus. Schön, dass man was sieht. Sehr cool. Aber schöne Textur vom Zaun. Auf jeden Fall. So, die letzten drei Dilophosaurus. Müssen wir nur schauen, was wir dann bei Majungasaurus und Suchomimus noch machen. Was kleine Flash. Was er angeht. Das ist dann die Frage der Fragen. Was setzen wir denn da dazu? Weil ganz ehrlich, nur diese zwei großen Fleischpasses sind ja auch irgendwo langweilig, glaube ich. Wo man nichts anderes dazu setzen könnte, wäre zum Beispiel bei so einem Indoraptor, weil der hat ja alles andere gefressen. So, was das halt anginge, ne? So, dann der letzte Mamechisaurus noch hier hin. So, Ranger-Team. Nachladetempo, Treffsicherheit, Planung. So. Ich kümmere mich um Futterstation. Fahre zur Futterstation. Einverstanden. Unterwegs um Futterstation zu füllen. Bestätige Aufgabe. Zu wenig Wald für die Mamechisaurus. Alles klar, das habe ich mir ja fast schon gedacht. Oh, achso, nee. Oh, Gott sei Dank, ich dachte schon. So, jetzt passt's, alles klar. Das heißt, die Mamechisaurus sind jetzt alle da. Das ist natürlich sehr schön. Ach komm schon! Zum Einsammeln des Produkts unterwegs, um Produkt einzusammeln.
So. Damit hätten wir auch die. Es sind schon zwei leere Stationen, aber naja, gut, da kommt der und füllt auf. Passt. Transport hat begonnen. Gut. Also hier ist noch leer, das heißt, da können noch ein paar Pflanzenfresser auf jeden Fall rein. Das wäre durchaus machbar. Ja gut. Ich weiß nicht, wie sieht es denn bei den Krishtons aus? Nein. War nicht gerade einer? Ach, das ist der Jeep. Okay. Hier. Ach, schon ging nur so aus, nicht Krishton. Mann. Wie war das bei euch? 2 bis 12. Wir haben ja zurzeit 6. Meine Fresse. Gibt's doch gar nicht. So, ich setze noch die Schunkingosaurus an. Hier könnten wir uns vielleicht noch einen Apatosaurus besorgen, beispielsweise. Mal schauen, was haben wir noch. Mal, Menschisaurus sind voll, ne? Ja. Brachio könnten wir noch einholen, ja. Diplodocus könnten wir noch einholen. Also, einen Brachio. Camarasaurus? Ja, holen wir so einen Camarasaurus. So. Gut. Ja. Gut, ich würde sagen, diese Folge war ja eher so ein bisschen mehr Besiedlung der Insel, sag ich mal, mit den ganzen Dinosauriern. Ist, denke ich, in Ordnung, war ja nötig, ne? Man muss ja die Gehege auch so ein bisschen füllen, ist ja Quatsch, wenn man so ein riesiges Gehege hat und dann sind zwei Dinosaurier drin. Wenn die Bestandsgrenzen schon so großzügig sind, kann man die natürlich auch nutzen. Gut, ich mache mich vom Acker. Es ist zum Kotzen. Ich mache mich jetzt vom Acker, nachdem ich den hier angesetzt habe. Bedanke mich fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.